Geh und finde sie. Was werdet ihr tun, Meister? Ich gehe etwas trinken. Danke. Willst du ein paar Killersticks kaufen? Du willst mir keine Killersticks verkaufen. Ich will dir keine Killersticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken. Aber was sind eigentlich diese Killersticks? Killersticks sind eine eher milde, halluzinogene Droge, welche hauptsächlich im Outer Rim ziemlich beliebt waren. Jedoch konnte man sie auch ziemlich häufig in den unteren Ebenen von Coruscant finden. Ursprünglich wurde diese Droge von den Pharmalaboren von Coco Town entwickelt. Sie waren relativ billig und wurden dann von Schmugglern in den verschiedensten Planeten der Galaxis verteilt. Das in den Killersticks enthaltene Zylone-Extrakt bot Euphorie und beeinflusste die Wahrnehmung mit grellen Farben und Formen. Jede Dosis dieser Droge verkürzte die Lebenszeit und um die Wirkung zu verstärken, musste man mehrere Dosen hintereinander nehmen. Ohne medizinische Hilfe war es quasi unmöglich, eine Sucht nach dieser sinnesbeeinflussenden Droge zu entkommen. So eine Prozedur kostete etwa 3000 Credits und das konnte sich bei weitem nicht jeder leisten. Killersticks gab es in zwei Formen. Einmal in flüssiger Form, welche kleine Röhren waren, in denen dann das gelbe oder das rote Zylone-Extrakt drinnen war. Diese konnte man dann zum Beispiel in ein alkoholisches Getränk dazu mixen. Oder man nahm die Droge intravenös auf. Eine Einnahme der gefährlichen Substanz konnte auch dazu führen, dass man die Verbindung zur Macht schwächt. Manchmal nicht nur temporär. Killersticks wurden nicht nur von Leuten, welche für sich selbst nicht wirklich eine Zukunft sahen, genommen. Es gab sogar ganze Spezien, bei denen der Konsum dieser Droge zum Alltag gehörte, wie zum Beispiel die Balosar. Die Person, die Obi-Wan Kenobi in Episode 2 die Killersticks verkaufen wollte, gehörte auch dieser Spezies an. Jedoch hatte diese Spezies den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Immunität gegen Toxine auch immun gegen den lebensverkürzenden Effekt waren. Kate Skywalker, ein Nachfahre von Luke Skywalker, welcher etwa 140 Jahre nach der Schlacht von Yavin lebte, nahm auch Killersticks zu sich, um verschiedenste emotionale Schmerzen zu lindern. Nach dem Konsum benutzte er jedoch die Machtheilung, um die Killersticks davon abzuhalten, irgendwelche Schäden an seiner Lebenszeit anzurichten. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Droge ausprobieren würdet. Ich würde das mal wirklich auf gar keinen Fall machen. Jedoch war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn euch mein Content allgemein gefällt, dann könnt ihr meinen Channel doch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.